Moin Moin! Willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Backpack Battles. Das ist viel im Angebot. Nehme ich auf jeden Fall alles mit. Steinsack. Packe ich mit ein. So, geht los. Sind zwar neue Updates rausgekommen, aber jetzt das letzte war gerade nur um die Steine zu verbessern, also die aus dieser Schmuckkiste. Baue ich gleich anders um. Das nehme ich mit. Mehr. Aber man kann auch so Kästen jetzt ziehen, dann kann man mehrere Taschen verschieben, wenn man das will. Ist jetzt also auch möglich. Ich habe noch zwei Piepen. Damit kann ich erstmal nicht so viel anfangen. Ich könnte es erstmal so machen, dass ich dann mein Schild zumindest verbindet. Ja, drei Schweine. Der geht aufs Late Game. Ja, das gewinne ich. Bei drei Schweinen ist das vollkommen klar. Zack. Da ist auch der erste Stein. So, das nehme ich mit. Du kommst runter. Banane lasse ich erstmal hier. So, den Steinsack kriege ich jetzt noch nicht rein. Ist aber halb so wild. Ich könnte die Regeneration auf jeden Fall noch mitnehmen. Ja, mache ich. Macht sich eine Hero Sword, ein Stachelschild, ungefähr ausgeglichen. Gesiegt! Das ist nicht schlecht, ne? Das würde ich tatsächlich mitnehmen. Kann ich den Hero Sword draus machen und dann Plattform daraus. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Das ist mein zweiter Stein. Ja, ich lasse es erstmal so. Zack. Ab geht's. Oh, Gubert. Ordentlich platziert. Wird sich gut hochheilen. Aber ich habe ja meine zwei Steine. Er hat mir gar keinen Schaden gemacht. Okay, Kleeblatt nicht schlecht, nehme ich mit. Die wäre auf jeden Fall fürs Early Game nicht schlecht. Kann ich sogar noch zur Dunklen aufwerten. Da würde ich sogar einen Stein verkaufen, damit ich die aufwerten kann. Dann bringt die auch im Late Game was. Ja, das gewinne ich. Sehr schön. Zack. Ja. Jetzt ist es nämlich so, dass der Schaden die ersten 5 Sekunden reduziert wird um 25%. Und wenn der Gegner einen Buff kriegt, 15% Chance, dass er den nicht bekommt. Und er heilt sich weniger. Also ist schon fett. Fürs Late Game kann man das gut gebrauchen. Das brauche ich. Wenn ich das Funny Pack hinpacke. Ja, ich verkaufe meinen Stein. Alles gut. Dann kann ich die schon mal miteinander verbinden. Jetzt brauche ich nur noch den Redstone, wo ich das Hero Sword aufwerten kann. Oder einen Bogen. Dann haue ich das Schwert raus. Noch ein Schild. Nehmen wir mit. Das nehme ich auch mit. Kann ich den Sack wieder reinpacken, auch wenn er mir erstmal nichts bringt. Ja,
Mehr gibt's nicht die Runde. Den mache ich fertig. Mit seinem Gemüse hat er gar keine Chance. So, wir könnten auf Dornen gehen. Da könnten wir uns den Dornbogen noch dazu holen. Das können wir machen. Brauche ich noch mehr Natur-Items. Ich nehme das mit. Das ist gar nicht schlecht. Schwert verkaufen für ihn. Ja, Schwert hau ich weg. So, da haben wir schon mal gut Dorn dabei. Karotte. Das ist übrigens der zweite. Brauche ich jetzt nicht mehr. So, ich nehme die Karotte mit. Dann ist schon fast jeder Slot ausgefüllt. Dann brauche ich nur noch den Dornbogen. Er hat ein paar Karten. Er hat jetzt schon ein Drachenei. Aber soll ich gewinnen? Aber hat mir ganz schön Ausdauer geraubt. Perfekt. Alles ausgenutzt. Wir könnten. Wir könnten ihn mit reinnehmen statt dem Speer. Crit ist super. Nehme ich mit. Und dann brauche ich nur noch eine Peitsche. Oder den Dornbogen. Und dann bin ich wirklich gut dabei. Ein Stachel wäre natürlich nicht schlecht, damit ich hier das Schild noch verbessern kann. Ja, zwei Bögen. Holy shit. Ausdauer weg. Von allen beiden. Also, oh, holy shit. Das war knapp. Und das nehme ich auf jeden Fall mit. Den Platz brauche ich. Ich könnte den Sack verkaufen und den Wolpertinger erstmal mitnehmen. Dass ich ein bisschen mehr Ausdauer bekomme. Weil die brauchen schon viel. Die zwei brauchen schon viel. Und ich muss noch mehr Regeneration holen. Ah, die Ausdauer ist schon ganz schön schnell weg. Noch eine Banane vielleicht oder ein Ausdauertrank wäre nicht schlecht. Nee, nichts davon. Das ist gut. Nehmen wir mit. Den können wir auch mitnehmen. Damit wir mehr Ausdauer haben für den Anfang. Einfach noch mal. Nee. Nichts dabei, was ich haben möchte. Ich will noch eine Peitsche oder den Dornbogen. Brauche ich ja noch Stacheln. Aber ich glaube, die Zeit, wo es die Stacheln gibt, ist vorbei. Ich glaube, die kriege ich nicht mehr. Mit den Wolpertinger mit reinpacken. Noch mehr Glück nehme ich auf jeden Fall mit. Ich weiß gar nicht. Also klar, das würde mir Platz bringen, aber ich habe aktuell keine Tränke. Ich nehme einfach mal mit, falls ich noch einen Ausdauertrank bekomme. Den da zum Beispiel. Und einen Bogen. Das ist schon mal gut. Jetzt brauche ich nur noch eine Peitsche, einen Stachel oder zwei. Dann geht die Party ab.
Wobei ich jetzt schon wirklich gut dabei bin. Das zählt noch nicht, weil es noch nicht die Dornpeitsche ist, die ich da drauf habe. Auf jeden Fall das. Das. Ich krieg ihn halt noch nicht rein. Ich müsste ihn so machen. Aber er verbraucht zu viel Ausdauer aktuell. Ich meine, ich habe jetzt einen Trank. Schwierig. Glücksbogen könnte ich auch machen. Ich glaube, Stacheln kriege ich eh nicht mehr zusammen. Mache ich mir den Glücksbogen. Ja. Ausdauer ist sehr hoch aktuell, aber ich habe ja noch ganz viele Leben, von daher. Alles cool. Ja, der hat mich weggemacht mit seinem dicken Schwert. So. Erhalte 2 Glück, wenn eine Waffe in dem Slot kritisch trifft. Führe den nächsten Angriff doppelt aus. Das klingt doch schon mal sehr gut. Jetzt werde ich das so ein bisschen umbauen. Den einen Slot kriege ich jetzt nicht belegt, aber ist nicht so schlimm. Das ist gut. Das ist sehr gut. Scheiße, wie platziere ich das jetzt am besten? Ich glaube so. Das hier rein, das da rein. So. Dann du nach oben und zack. Sehr gut. Habe ich jetzt den einen Schild nicht mit drin. Aber ich krieg den auch gerade nicht rein. Aber soll ich auf jeden Fall erstmal genug Ausdauer haben. Ich habe 2 Potions. Ah, die hätte ich noch platzieren müssen, dass sie sich gegenseitig... Naja, was soll's. Nächste Runde. Aber die Ausdauer, die ist schon sehr wichtig, weil das haut ordentlich rein. Uhuhu. Ich glaube, die wurde zuerst ausgelöst, die untere. Hier ist er. Da ist die Dornpeitsche. Die Scheiße immer zu platzieren, das ist doch nervig. Da brauche ich da noch 2 Plätze. Habe ich aber nicht. Könnte das mitnehmen. So. So geht's. Ein Schild kriege ich nicht mehr rein. Also klar, mit der Tasche noch. Ich spare mir mal den Dorn auf. Ich habe ja noch 4 Runden.
Ich werde wahrscheinlich verlieren, weil die Ausdauer gar nicht da ist. Das sieht gut aus. Sieht gut aus. Holy shit. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und zack. Jetzt kann ich auch den Dorn mit reinpacken. So ein Ding ist das. Das könnte ich hier rüberpacken. Hier rein. Dann kann ich den Schild hier runter machen. Okay. Was könnte mir jetzt noch was bringen? So ein Ring bringt mir auf jeden Fall noch was. Das ist gut. Mehr Ausdauer für den Start. Und das war's erstmal. Regeneration bringt mir noch was. Jawohl. Jawohl. So wollte ich das sehen. Regeneration. Und ein Ring. Das ist wirklich super. Oh, guck mal hier. Ja gut, dass der eine Platz nicht ausgelöst, aber... Ich glaube, das ist es wert. Dass die einen Schaden mehr machen. Ja, komm, die Eimertasche kann ich mitnehmen. Was soll's? Ich hätte noch einen Trank zur Auswahl. Ich glaube. Ich habe schon so eine, ne? Aber doppelt. Ich glaube, ich nehme den Trank mit. Ich glaube, ich nehme den Trank einfach mit. Der hat fette Schwerter und einen Haufen Karten. Aber der war ganz schnell weg. Okay, das bringt mir gar nichts mehr. Brauche ich also nicht. Die könnte ich mitnehmen. Die packe ich auf jeden Fall mit rein. Und das war's. Mehr kann ich gar nicht machen. Letzte Runde. Was ist das? Mega Rüstung, mega Gift. Mach den weg, mach den weg. Ah! Ach, das war aber knapp. Ein Leben habe ich noch gehabt. Perfekt. Dann war es eine Runde Backpack Battles. Schaut auch gerne bei den anderen Videos vorbei. Bis dahin. Ich wünsche euch einen spannenden Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.